Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Es geht weiter. Letzten Part haben wir noch ein kleines Orklager entdeckt. Die machen doch scheinbar einen Dance. Ein Tanzwettbewerb. Ja, wäre doch blöd, wenn sie jetzt aber unterbrochen werden würden. Was mich aber viel mehr interessiert. Ah, genau. Arash. Dich habe ich gesucht. Also ich wusste nicht, dass du so heißt. Ich habe nach einem Schaman gesucht. Du scheinst mir ein Schaman zu sein. Du triffst auch noch ziemlich gut. Das finde ich ziemlich scheiße. Wenn du mich fragst. Aber mich fragt ja wieder mal keiner. Ich habe den Armbrustschützen zur Kenntnis genommen. Aber das ist gut. Das ist eigentlich ziemlich gut. Weil jetzt geht dieses dämliche Arschloch hier nämlich alleine nachgucken, was hier abgeht. Und ja, wie du machst. Ja, im letzten Part haben wir die ein bisschen getriezt. Wir suchen eigentlich immer noch nach dem Kloster. Beziehungsweise hauptsächlich suche ich nach Sardas, ihm sein Turm. Jetzt gehörst du. Nee, ich gehöre nicht dir, mein Schätzchen. Tut mir leid. Ich hab absolut keine Ahnung, wer du warst oder sowas. Es freut mich, dass du einen Namen hattest. Bist bestimmt ganz wichtig. Und ich habe mir vielleicht auch irgendwie eine Questline dadurch versaut, aber du bist tot. Das ist mir. Das finde ich in Ordnung. Ja, wahrscheinlich, wenn ich mich mit den Orks verbündet hätte, wären die nicht feindlich, aber das tue ich ja nicht. Deswegen ist mir das eigentlich egal. Gut, ja, Xardos suchen wir eigentlich noch den lustigen Turm und der ist ja hier irgendwo im Norden, soweit wir mitbekommen haben, oder zumindest irgendwo in der Nähe. Meine große Hoffnung ist, dass wir den in der Nähe vom Feuerclan finden, weshalb ich gerne zum Feuerclan gehen würde. Was nicht so einfach ist, wenn hier einfach alles und jeder Stress will. Da fliegen auch noch die Bolzen hin und her. Ist gut, kannst auch einfach sterben mit deinem Low-HP. So, riskiere ich's und renn hin. Ich riskier's, jawohl. Ich bin ein Riskman. Ich gehe Risiken ein. Nein, 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 nein. Oh. Hab dich noch erwischt, Kumpel. Dich noch gelootet. Da kommt der nächste um die Ecke, den habe ich noch gesehen. Aber ich hau mir einfach ganz frechen Schnitzel rein. Beschwer dich doch, wenn es dir nicht passt. So. Die Kampfmusik auch erstmal wieder vorbei. Jetzt können wir die erstmal hier looten. So gehört sich das. So muss das. Jawohl. Bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, warum ich ausgerechnet in Gothic jetzt gerade so auf diese, ich sag mal, Mainquest fixiert bin, von wegen Xardos zu finden. Wo ich gefühlt in jedem anderen Spiel die Mainquest erstmal liegen lasse und alles andere mache. Das sind noch ziemlich viele und ich habe da irgendwas Bedrohliches rumfliegen gesehen. Was bist du? Oh, du bist ein Dämon oder sowas. Das finde ich aber gar nicht mal so nett. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier absolut nicht sein sollte, aber alles deutet eigentlich darauf hin, wenn man das mal so sagen darf. Ich wollte Pfeile sparen, wisst ihr noch? Ja. Gut, dass ich mich daran halte. Oh Gott, da kommt der Dämon. Oh Junge. Oh Junge. Bak Arash. Klingt türkisch. Bist du Türke? Nicht, dass das schlimm wäre, aber ist eine Frage in die Runde. Bist du gefährlich? Kannst du was anderes außer auf mich zukommen? Ich wollte eigentlich auf die 7 drücken, hat nicht so ganz funktioniert. Okay, offensichtlich kannst du nichts anderes als auf mich zukommen. Das ist okay. Wobei ich dich gerne bitten würde, eine Armlänge Abstand zu halten. Gerne auch 2. Du hast einen etwas längeren Arm. Wobei man dann auch gucken muss, ob man menschlichen Arm meint oder Leinarm. Ja, okay. Hast mir zuerst mal ein bisschen Angst gemacht, aber dann war es am Ende doch nicht so schlimm. Alles wieder nur Show, war ja wieder mal klar. Jetzt haben wir noch ein Dämonenhorn, was auch mal damit anfangen können, aber wir haben's. Okay. Das ist nicht schlecht, aber ich glaube, da sind noch massig Orks. Wir machen da wohl gerade ein kleines Ritual. Da ist auch eine Mine, wie schön. Haben sie wohl wieder von irgendjemandem den Helm ausgebüttelt, beziehungsweise diesen komischen Seelenstein. Ne, ich gehöre immer noch nicht dir, mein Schnuckelmäuschen.
Okay, massig Orks nehme ich zurück. Das sind die letzten zwei. Das ist natürlich schade. Aber es stört mich auch nicht weiter. Durch diesen Grafikfehler da mit der Belichtung, denke ich andauernd, hier schießt irgendjemand mit seinem scheiß Feuerpfeilen rum. Beziehungsweise nicht Feuerpfeilen, aber naja, doch eigentlich Feuerpfeile. Seiner Feuermagie. Seiner Feuermagie. So, Zeit für einen Schnitzel und einen kleinen Schnellspeichern. Junge, Junge, ich speichere öfters als den fucking Fallout. Hä? Na, was geht? Alles senkrecht? Lebst du noch? Leiche. Der Ahnenstein von Berek. Ja, danke dafür. Mir fucking guckt die Nase auf einmal wandern. Immer ein gutes Zeichen. Das heißt, wir müssen gar nicht mal reingehen, um den zu holen. Der liegt hier einfach schon herum. Ich weiß auch gerade nicht, ob ich reingehen möchte. Da sind bestimmt wieder Trollskelette, die mich erstmal überhaupt nicht interessieren, weil ich ja an und für sich meinen Weg zum Feuerclan suche. Na, ich sehe doch da schon einen, oder? Ist das ein Troll? Ja, das sind Skelette. Komm, scheiß drauf. Können wir irgendwann anders mal hingehen, aber jetzt habe ich gerade keinen Nerv dafür. Weil das überhaupt nicht meine Mission ist, weißt du. Aber wir sind auf einem guten Weg, guck mal. Soll man noch mal einer sagen, ich bin dumm? Ich meine, er hat recht, aber, ne? In dem Fall könnte ich recht haben, dass ich... Könnte ich recht haben, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, ja? Soll ja auch mal vorkommen. Was ist denn das da hinten? Da jemand in den Wald gewichst. Ha, es war gerade noch so ein Kopfschuss. Oh Gott, oh Gott. Kannst du doch nicht einfach so aus dem Gebüsch hier rauskommen, ey. Spinnst du ein bisschen. Na, machst du wieder ein 360 und weiß nicht wohin. Na komm, hau ab. Ja, da sind wieder ein paar Goblins. Das ist ach, das sind Eisgolems. Ach so. Ja, stimmt ja. Der Weg zu Xardas war ja bis jetzt immer mit Golems gefüllt, ne? Da war ja was. Wobei wir Pfeile bekommen haben. Die könnten, oh Gott, Goblin-Schamane. Die könnten uns ja eventuell hilfreich sein. Das war nicht der Goblin-Schamane? Ja, scheiße. Naja, nerv mal nicht. Ich muss deinen Schamanen umbringen. Hallo, mein Freund. Ja, kommt ein bisschen spät, ne? Hat da gerade noch jemand sein Schwert gezückt? Okay, dann halt nicht. Dann drehe ich die halt meinen Rücken zu. Danke, Maus. Wobei, ich glaube, das ist nicht mal meine Maus, sondern einfach das Spiel, was gerade kurz amok läuft. Beweisen kann ich das aber nicht. Meine Faktenfinder-Füchse haben leider Gottes gekündigt. Deswegen kann ich dem nicht nachgehen. Ja. Deal with it. Ah, ganz normales Schwert. Habt ihr zufälligerweise irgendwas von Wert beschützt? Oder wart ihr einfach nur dumm? Ihr wart einfach nur dumm. Na gut. Ist ja auch okay. Muss ja auch mal dumm sein. Dann testen wir doch direkt mal unsere wunderschöne Theorie, beziehungsweise meine. Ob wir vielleicht mit den Pfeilen hier irgendwie was erreichen können bei den Eisgolems. Ja, das kann man so sagen. Aber ich glaube, einmal von denen getroffen werden und ich bin ziemlich gefickt. Ja, das stimmt auffallend. Es ist die Frage, für wie viele Jahrhunderte ist der Typ noch aggro? Beziehungsweise der Golem. Aber gar nicht mal so nachtrauend. Okay, das ist machbar. Das ist ja ein Zufall, dass der liebe Herr Alchemist gleich hier in der Nähe wohnt. Mensch, Mensch. Den er wohl absichtlich platziert hat. I wonder, I wonder. Na gut, dann können wir uns ja auch gleich mal noch ihm hier annehmen. Gut, dass es keine Feuergolems sind. Na, aber jetzt spawnst du rein. Na komm, sei nicht so schüchtern, da bist du ja. So, jetzt noch den Schuss am besten versemmeln. Perfekt. Muss gar nicht zählen bei dem Viecher ein Kopfschisser.
Haben die einen Kopf? Ich meine, natürlich haben sie einen Kopf, aber zählt das? Perfekt. Bitte nicht abschießen. Danke. War das gerade eine freudsche Fehlleistung meinerseits oder waren da gerade komische Stimmen? Ja, das weiß ich nicht. Herz eines Eisgolems. Vielen Dank. Waldbeere. So, dein Herz reiße ich dir auch noch raus. Und dann gehen wir mal ganz blauäugig dahin. Auch wenn mir das hart nach einer Sackgasse aussieht und das mal so überhaupt nicht nach einem Weg aussieht. Ich meine, ist da ein bisschen Erz. Tja, das ist einfach mal eine Sackgasse. Wunderbar. Aber hey, Erz, ihr wisst, was das bedeutet. Zack, zack, zack. Wow. Editing Skills over 9000. Ich glaube es nicht. Und am Ende verkacke ich es halt einfach. Oh, hier liegt auch noch Erz rum. Wie schön. Mensch, für insgesamt 5 Erz. Ja, warte, hier ist auch noch Erz. Ja, will man den Tag von dem Abend nicht loben, ne? Zack, zack, zack. Wow. Ich bin der Meisterschürfer. 9 Erz, noch nicht mal magisches Erz. Tja, warte, hier liegt doch noch... Aha, die Waldbeere. Die hat's rausgerissen. Naja, ich meine, wie viele Pfeile haben wir jetzt verschwendet? 9? Naja. Okay, verschwendet weiß ich jetzt auch nicht, ob man das sagen kann. Ich sag's einfach. Wir haben sie verschwendet. Okay. Dann geht's einfach mal... Ja, wo geht's denn weiter? Einfach mal hier lang, ne? Sonst hätte ich gesagt, an dem komischen... Ach nee, da ging es ja nur zur Höhle. Nevermind. Meinst du, ich habe mich an was erinnert. Ich glaube es ja nicht. Vielleicht gibt es hier auch mal noch ein bisschen Erz. Und ja, da unten schnell speichern. Ist auf jeden Fall eine Höhle, ne? Das freut mich ja jetzt schon. Ungemein. Huch. Aber da ist auch Erz. Scheiße. Na, wer wohnt denn hier? Hallo. Ich bin von der GEZ. Sie haben ihre Steuern nicht bezahlt. Fleischwanze. Okay, könnte man mal wieder aufräumen. Ich meine, vielleicht hat dieser Nachtpirscher hier gewohnt. Und der war einfach nur zufälligerweise draußen und nicht drin. Ne? Schattenläufer. Ja, Schattenläufer, nicht Nachtpirscher. Ne? Ich weiß auch nicht, was ich manchmal habe für eine Scheiße. Ist aber auch nur einer. Kann man ja mal machen. Ja, außer natürlich, er denkt sich so, nee, ich laufe extra so, dass dein verfickter Fall nicht trifft. Komm, jetzt machen wir... Nein, er visiert die Kakerlake an, alles klar. Ich wollte eigentlich auf ihn warten und dann abstechen, aber... Weißt du, wenn du sterben willst, dann erfülle ich dir diesen Wunsch liebend gerne. Geliebte Fleischwanze, oder gegen das Licht an, danke dafür. Das finde ich immer nett, dass die Tiere hier so friedlich miteinander koexistieren. Lecker Fleischwanze, die sammle ich garantiert nicht alle einzeln ein. Moment, Pfeil hätte ich gerne wieder. Ernsthaft? Nichts zu mir? Ein Loot oder so? Naja, gut, der Schattenläufer muss Loot genug sein. Und Erz! Halleluja! Let's fucking go! Da machen wir einmal Hack, Hack, Hack. Geil, frisches Gehacktes. Hier haben wir auch mal einen Erzorder, genau. Da machen wir Hack, Hack, Hack. Wow. Ich bin so ein Hackmeister. Warum ich das mache, ich habe keine Ahnung. Ich finde das bei Videos immer lustig. Wenn man so eine Compilations oder irgendwas anguckt oder, naja, Videos halt, ne, haha. Und dann gibt es ja irgendwie so einen Task, der halt so abläuft wie das Hacken. Und dann editiert er das immer so rein, dass man dann immer sieht, wenn er reinschlägt. Ich habe keine Ahnung, ich finde das cool. Was weiß ich. I like to move it, move it. Weil ich es nicht mag zu cutten, cutten mit fucking
Sony Vegas. Wollte sind ja gar nicht mehr Sony. Die sind ja mittlerweile Magix oder sowas. Wahrscheinlich Sony gesehen, okay. Das ist absolut scheiße für unser Image. Genauso scheiße, wie es für mein Gesicht wäre, wenn dieser liebenswürdige Ogre mir mit seiner Keule eine verpassen würde. Ich könnte den Hügel gegen sie nutzen, ne? Na, oder ich nutze einfach das. Ich nutze einfach ihre dämliche KI gegen sie. Das geht ja auch. Ja. Und ja, ich beschwere mich die ganze Zeit über Vegas. Aber wechsle ich das Schnittprogramm? Und warum nicht? Einfach weil ich vor 5 Millionen Jahren mich an dieses Drecksding gewöhnt habe. Und mein Spatzenhirn es einfach nicht einsieht, um was Neues zu lernen. Und es gibt angeblich so viel bessere Sachen, die auch noch kostenlos sind. Aber wer kauft sich für 130 Euro die Scheiße, wenn es im Angebot ist? Ja, ich hasse mein Leben. Gut. Haben wir wieder ein bisschen gemeckert und gejammert. Muss ja auch mal sein. Heute sparen wir mal Pfeile. Ist das eventuell der Turm, von dem man sprach? Ist das überhaupt ein Turm? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, die Renderdistanz erlaubt es mir nicht wirklich auszumachen, ob der irgendwo ein Turm ist. Ist ja vielleicht doch ein paar viele Goblins, um da einfach so halbtot reinzurennen. Also, fressen wir einfach nochmal was. Und speichern mal was. Wir speichern, was das Zeug hält. Denkt euch jetzt sicherlich, boah, für diese Mining-Geschichte, das cuttest du raus. Aber die Speichersachen, wenn du literally einen Stempel hast, das nicht. Ja. Points taken. Oh Gott. Alle nicht gelesen. Fuck my life. Das ist ziemlich dumm. Ja, das ist ziemlich dumm. Okay, gut, dass ich gespeichert habe. Lul. Ah. Hilfe, die Schwarzen greifen an. Das klingt so falsch. Fuck, hat er mich noch erwischt, die dumme Sau. Fick dich doch. Also gut, da im blöden Dickicht ist ein Schamane. Gut. Die sind ja erstmal noch relativ unbeeindruckt. Wo ist denn der blöde Wichser? Zeigt sich aber auch nicht, ne? Bleib mal ruhig, du kommst ja auch gleich ran. Ich hab den ernsthaft noch getroffen? Lol. Ja, komm her jetzt, Mann. Dankeschön. Oh, wo ist dein Schamanenfreund, hä? Bring dir doch mal rüber. Irgendwann zieht da hinten und da unter Schwert. Das beunruhigt mich ein bisschen. Ach, noch ein Ogre. Auf den kann ich aber auch verzichten, ne? Den könnte auch ruhig zu Hause lassen. Die Kammmusik hört nicht auf. Praktisch. Kommt bestimmt gleich einer von hinten. Da ist noch ein Ogre. Ach Mann. Was hat der da mit euren scheiß Ogern alle? Soll ich euch einfach mal ignorieren und mal gucken, was es hier oben gibt? Wo ich mich gleich ins Knie schießen gehen kann, weil das hier... Oh Gott, noch ein fucking noch was Schlimmeres als ein Ogre. Noch ein schwarzer Troll. Nicht nur ein Troll, sondern ein schwarzer Troll. Der fucking zu viel HP hat, aber zum Glück nicht so viele IQ-Punkte. Verschwenden wir mal einen wunderschönen explosiven Pfeil. Es ist wieder ein unnötiger Bullet Sponge, wie mir scheint. Aber lieber so, als wenn wir jetzt dann noch auf der Flucht wären. Muss man auch mal so sagen. Es war nicht der spannendste Fight, aber ich glaube, das ist hier sowieso schon bekannt, dass die Kämpfe hier nicht allzu spannend werden. Es geht ja auch um die Geschichte, ne? Und um mich. Ich bin der Star dieser Show. Da, 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 da. Stirb du, fetter Troll. Ich will nicht sagen schwarzer Troll, weil das bestimmt wieder falsch rüberkommt. Ich hab nichts gegen Schwarze. Ich mag sie auch meiner Plantage was. Okay. Der ist hinüber. Bitte fall nicht runter.
Du fällst aber sowas von runter. Ich will dich looten. Jawohl. Hey, schwarzes Trollfell, wie nett. So, was gibt's denn hier oben? Gibt's hier einen Weg zum Kloster? Oder zum Feuerclan oder was weiß ich wohin? Ich nehme auch Xagras Turm, ist mir auch egal. Oh Gott, ich höre fucking Feuer. Aber ich sehe ihn nicht, also muss wohl von unten kommen. Hier ist eine Sackgasse mit einer Truhe. Nicht während eines Kampfes. Ja, aber sowas von so. Wer kämpft denn hier mit mir? Hier ist doch gar keiner. Halt doch deine Schnauze. Die da unten zählen nicht. Die sehen mich nicht mal. Wer kämpft hier mit mir? Muss ich die ernsthaft erstmal alle umbringen, bevor ich daran kann, ja. Oder auch nicht. Works for me. Wow, Nebel, böses Vernichten, ein Erzrohling, na gut. Eine Kampfmusik, ich hab Angst, Hilfe. Wow, das hat sich gelohnt. Naja, gut, wir haben Erzrohling bekommen, aber hier ist auch kein Weg. Oh, scheiße. Und da unten ist eigentlich nur noch XP, die rumläuft, weil wirklich einen Weg gibt's ja da auch nicht. Nö. Ja, halt dein Maul. Na gut, dann machen wir jetzt mal ein frustrierendes Ende und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn wir immer noch nicht wissen, wo es lang geht. Bis dahin, tschüss.